Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, in der alten Tradition, in der wir dieses Evangelium lesen, am Kirchweihfest, reduzieren wir schnell diese Geschichte mit dem berühmten Zachäus auf diese letzte Bemerkung: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden. Und das ist natürlich naheliegend. Und wir dürfen als Kirche stolz darauf sein. Aber es besteht auch eine Gefahr darin, in dieser Verkürzung, indem wir nämlich nicht die ganze Geschichte lesen und nicht den ganzen Sinn erfassen, weshalb wir möglicherweise diese Begebenheit aus dem Lukasevangelium am Kirchweihfest hören, denn sie richtet uns durchaus etwas aus für unser Verständnis als Kirche. Denn wir sollten ebenso die Stichworte des Rufens wie auch der Freude nicht gering schätzen. Dieser Zachäus ist klein, wie jeder Mensch vor Gott klein ist. Und wir kennen das vom Anfang. Ich darf sozusagen den großen Faden, den der Dechant im Wort zum Sonntag gesponnen hat, mit der Paradiesgeschichte und der Schlange, aufnehmen und sagen, ja, was macht der Zachäus? Dieser kleine Zachäus ist in den Blättern. Er macht es wie Adam und Eva nach ihrem Sündenfall, er schlägt sich ins Gebüsch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht der Evangelist Lukas bewusst auch auf diese Paradiesgeschichte anspielt. Denn das ist ja die Gnade der Berufung, dass Gott uns trotzdem sieht, obwohl wir klein sind, obwohl wir schuldig und sündig sind, wie dieser Zachäus bis oben hin und wie Adam und Eva ganz frisch. Wir wollen da nicht so gerne gesehen werden. Ja, es stimmt, die Kuriosität, die Neugier bleibt. Aber Begegnung? Der sind Adam und Eva ausgewichen, genauso wie Zachäus sie nicht geplant hat. Er ist zunächst nur neugierig. Das Großartige, das hier zunächst geschieht, ist, obwohl wir uns verstecken, sind wir trotzdem gesehen und gerufen. Und dieser Ruf verändert den Zachäus. Dieser Ruf ist das Erste, das Kirche überhaupt bildet. Wir sind alle nicht besonders ansehnlich in diesem Sinn. Ich fand in einer Predigt Makarios des Ägypters, eines der ältesten Väter der Wüste, die schöne Bemerkung: Die Kirche ist wie ein schmutziger Beutel, aber voller Perlen. Wir halten uns schnell am schmutzigen Beutel auf, ich weiß. Und wir haben manchmal guten Grund dazu. Aber wir sollten das Innere sehen, den Inhalt der Kirche. Menschen wie Zachäus, die es zuerst gar nicht darauf angelegt haben, groß herauszukommen, die sich ihrer Kleinheit bewusst sind, auch ihrer Schuld, manchmal ganz versteckt, subtil, eben im Gebüsch. Aber dann wird er gesehen, er wird gerufen und er kommt gar nicht schnell genug von seinem Baum herunter, voller Freude, wie Lukas sagt. Wie immer dieses Stichwort in seinem Evangelium so aufleuchtet wie ein Stern in einer dunklen Nacht. Voller Freude kommt er und voller Freude nimmt er Jesus in sein Haus auf. Und dadurch geschieht Umkehr. Wenn wir hier, liebe Schwestern und Brüder, in bescheidenem Ausmaß, wir wissen das selber, klein, Kloster am Rande der Stadt, leben, bilden mit denen, die zu uns kommen, die mit uns beten, wann immer es geht, häufig oder ab und zu, die mit uns arbeiten, die uns unterstützen. Und wenn wir uns heute an diesem Tag dem Patron Nikolaus unterstellen, dann heißt es von diesem Nikolaus in seiner Vita, dass er morgens immer der Erste in der Kirche war. Ich glaube, wir sind die erste Kirche, die morgens aufmacht und dann noch was los ist in Saarbrücken, aber das ist jetzt nicht der Grund dieser Auswahl. Sondern dieser Nikolaus lebt etwas von dem, was Zachäus hat. Nun wissen wir, Nikolaus ist von Kind auf enthaltsam, geradezu lebt wie ein Heiliger. Aber man kann diese Freude nicht ein Leben lang durchtragen, wenn man nicht die Gnade der Bekehrung erlebt hat.
Es genügt nicht der Blick auf eine angeblich eigene Vollkommenheit, sondern auch er, dieser Heilige, den wir alle von Kindesbeinen an kennen, der für sein Geben, seine Großzügigkeit und Selbstlosigkeit bekannt ist, ebenso wie für seine Rechtgläubigkeit und Enthaltsamkeit. Dieser Heilige ist deshalb morgens früh im Haus der Freude, im Haus des Lichtes, im Haus, wo Gott seinen Namen wohnen lässt, weil er sich seiner Bekehrung, seines Glaubens, seines Gerufenseins freut. Und das müsse er jeden Morgen neu sozusagen seine Lebensbatterie aufladen an diesem Licht, an diesem Bewusstsein, ja, obwohl ich klein bin, obwohl ich ein sündiger Mensch bin, bin ich gerufen. Ich bin von Gott gesehen. Und das löst Freude aus. Nicht durch etwas Künstliches, etwas Gemachtes oder Herbeigedichtetes, sondern genau die Erfahrung des Zachäus. Und die soll uns helfen, an diesem Ort wie in jeder anderen Kirche, gesehen zu sein, gerufen zu sein und niemals die Freude zu verlieren, mit der wir auf diesen Ruf und diesen Blick Jesu antworten.